Hallo zusammen, herzlich willkommen hier auf unserem schönen Kanal Angel Readings. Ja, es ist Mittwoch oder Donnerstag, das ist ja immer die Zeit, da laden wir immer unsere Spiegellegung hoch, Liebesorakel und dann machen wir noch die vier Single-Orakel, jeweils für die Zeichen Erde, Wasser, Feuer, Luft. Na, das haben wir jetzt gesplittet. Und da wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei und möchte mich auch nochmal bedanken für die Spenden auf PayPal, für die YouTube-Videos, da freuen wir uns jedes Mal sehr. Ich habe jetzt gestern auch erst wieder, vorgestern einen Sack Karotten mitgebracht, ja, für die Pferdchen. Die freuen sich da auch immer riesig drüber. Und für die Geschenke aus der Wishlist, ja, die da immer in der Infobox stehen, da haben wir ja auch schon was für die Meerschweinchen bekommen, für die Hunde und für die Pferdchen. Also vielen Dank für eure Spenden, tausend Dank. Und als Dankeschön, wie gesagt, ich erinnere ja nochmal an unser Gewinnspiel. Mein Sohn und ich planen ja am Freitag einen Livestream. Der wird so um 18:30 sowas, werden wir den starten. Das kündige ich aber noch an. Und dann verlose ich ja unter allen denen, die unter einem Video kommentiert haben, der Link zu dem Video, den mache ich euch in die Infobox. Ein ganz persönliches Reading schenke ich dir, du lieber Gewinner. Und wer das dann sein wird, das erfahren wir dann am Freitag. Und ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei den Videos. Alles Gute, bleibt gesund, Kamerafrau, stopp. Hallo und herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal. Und jetzt ist es ja bei uns Tradition. Wir machen ja einmal die Woche ein Liebesorakel in der Spiegellegung für euch alle, fürs Kollektiv. Und dann machen wir auch noch jeweils ein Single-Orakel. Und das Single-Orakel, ja, das haben wir jetzt seit letzter Woche aufgesplittet. Da hat mir eine liebe Freundin und Fan der ersten Stunde den Tipp gegeben oder den Vorschlag gemacht. Es wäre doch ganz gut, dass man das dann noch genauer deuten kann. Wenn man das dann aufsplittet quasi in die vier Feuer, Erde, Luft und Wasserzeichen. Ja, und das machen wir jetzt auch. Die Karten sind gefallen. Hier geht es jetzt um die Feuerzeichen. Das heißt Widder, Löwe und Schütze. Ich bin ja auch Schütze. Und da wollen wir mal schauen ins Single-Orakel. Was steht uns das nächste Woche für Energien zur Verfügung? Ja, was kommt da auf uns zu? Welche Signale sendest du aus? Was bringt dir die Liebe vielleicht nächste Woche? Ja, was führt dich in die Irre? Wirft dich vielleicht auch zurück zu dem Thema Wunschpartner? Was könnte die richtige Richtung sein? Was erfordert denn auch Mut, ja, für nächste Woche in Sachen Wunschpartner, da etwas zu unternehmen? Und natürlich haben wir dann auch noch am Ende der Legung ein Ergebnis. Ja, da sind wir ja jetzt schon alle sehr gespannt. Okay, da wollen wir jetzt mal gucken. Es geht ja los mit der ersten Karte. Ich habe die Karten alle umgedreht. Da halte ich den Spannungsbogen hoch damit. Und wir wollen die erste Karte jetzt mal umdrehen. Und zwar geht es hier um die neue Chance für nächste Woche. Da haben wir diese Karte liegen. Ja, und da liegst auch schon du als Personenkarte. Also, es sieht so aus, als wäre nächste Woche deine Woche. Ja, du hast nächste Woche gute Chancen, deinem Herzensmann, deinem Wunschpartner näher zu kommen. Oder wenn du noch keinen hast, eben einen zu sehen, einen zu entdecken. Ja, jemand kommt vielleicht in dein Leben, wo du sagst, Mensch, es wär's vielleicht, ja, wenn ich da nur eine Chance hätte. Und die hast du. Du liegst nämlich hier an dieser Position, auf der Position mit der Personenkarte. Also das bist du selbst, die neue Chance. Also das ist ja mal ganz klasse. Da freue ich mich jetzt schon. Ich bin ja selber Schütze. Also ich bin ein Mann. Also ich sehe mich jetzt hier also allerdings als Mann. Und ja, die zweite Karte wollen wir natürlich jetzt auch gleich anschauen. Da heißt es natürlich, welche Signale sende ich denn aus? Oder welche Signale sendest du denn aus nächste Woche? Ja, okay. Und da ist der Ring gefallen. Der Ring an der Stelle, welche Signale sendest du aus? Du sendest schon auch die eindeutigen Signale in Richtung Wunschpartner aus.
dass du deinem Wunschpartner schon auch unmissverständlich klar machst, auch wenn es subjektiv ist, dass du da schon Interesse an einer Beziehung hast. Also es ist deine Chance nächste Woche. Du sendest auch die entsprechenden Signale aus. Ja, der Ring, das ist ja auch die Karte der Partnerschaft oder der Vollendung. Ja, hier der an der Stelle der Ring, auch eine sehr schöne Karte. Ja, da kann ja eigentlich jetzt schon nichts mehr schief gehen, aber ich lege es natürlich trotzdem zu Ende. Die dritte Karte an der Position hier, das bringt mir die Liebe. So, und da ist ja der Schlüssel gefallen. Ja, wenn da was ins Rollen kommt, wenn du auf deine Zeichen achtest, ja, und wenn dir das passiert nächste Woche oder dir läuft jemand über den Weg, ja, dann bringt dir die Liebe das, dass du dich diesem Menschen öffnest oder dass sich dir ein Mensch öffnet. Ja, der Schlüssel, der steht ja auch immer für die Öffnung zueinander. Also dir öffnet sich jemand oder du öffnest dich jemandem. Ja, hier liegt ja auch die Rose in der offenen Tür drin mit dem Schlüssel der Öffnung. Also das bringt dir die Liebe. Du wirst dich jemandem öffnen können. Das ist ja noch schöner. Das wird ja immer schöner hier. Und jetzt die nächste Karte oder die nächsten beiden Karten. Ja, da geht es jetzt auch erstmal darum, was wirft dich denn so ein bisschen zurück und was führt dich in die Irre? Ja, in Sachen Wunschpartner, Herzensmensch. Ja, nächste Woche, was wirft mich denn zurück? Da haben wir hier diese Karte liegen. Okay, ja, da ist der Berg gefallen. Der Berg, der steht ja auch immer für Hürden, für Blockaden und für Schwierigkeiten. Ich sehe das jetzt hier eher auch für Blockaden. Hast du vielleicht Schwierigkeiten, dein Herz zu öffnen? Also ich hab's, ich kann jetzt nur von mir reden. Ja, da ist zu viel vorgefallen. Das sind hier die Blockaden, die dich natürlich jetzt dann auch zurückwerfen würden. Ja, wenn nächste Woche hier in Sachen Liebe etwas vorangeht, denke bitte daran, dass du vielleicht auch mal deine Blockaden hinten anstellst und dir sagst, okay, jetzt lasse ich das einfach mal beiseite, ich lasse es einfach mal geschehen, ja, was auch immer da auf mich zukommt in Sachen Liebe. Ich probiere es einfach mal aus, ja, und dann schauen wir mal, was draus wird. Also die Blockaden, die du hast, vielleicht auch von Beziehungen, die etwas unschön zu Ende gegangen sind, ja, da baut man ja so eine Blockade mit der Zeit auch auf, dass man darauf achtet, dass man das nicht mit in die nächste Liebschaft hineinträgt. Ja, da haben wir jetzt nochmal die nächste Karte an der fünften Position. Was führt mich in die Irre? Da wollen wir jetzt mal schauen, bevor ihr irre werdet. Ah ja, okay, da ist der kleine Klee. Der Klee, das heißt ja auch das kleine Glück. Ja, es führt dich also in die Irre, wenn du der Meinung bist, ja, es ist vielleicht als nur ein kleines Glück. Ja, da sehe ich auch schon so ein bisschen Zweifel daran, dass es ein großes Glück wird, dass es die Vollendung wird, dass es eine schöne Beziehung wird, eine langfristige, mit Stabilität, mit Wachstum, mit Aufmerksamkeit, mit Romantik. Ja, das sehe ich also an der Stelle. Das führt mich in die Irre. Ja, da ist der kleine Klee. Vielleicht denkst du da ja auch gleich wieder. Da haben wir ja hier die Blockaden auch. Bist ein bisschen blockiert und denkst, ja, na, das ist vielleicht nur so ein, ja, ein Snack. Ja, sagt man ja auch. Aber ja, das wird dich in die Irre führen. Ja, hör mal auf zu denken, dass es wahrscheinlich eh nichts wird oder so ein bisschen Pessimismus spüre ich hier auch an der Stelle mit der Karte. Also, davon solltest du mal abkommen. Ja, auch generell, nicht nur jetzt in der vierten Novemberwoche, das ist jetzt ein Tipp auch für länger an der Stelle. Und denk dran, dass du dich auch nicht die Beziehung kaputt denkst, bevor sie überhaupt losgegangen ist. Ja, also und die nächste Karte, ja, was ist denn überhaupt die richtige Richtung? Das wollen wir natürlich jetzt auch alle wissen. Die liegt an dieser Stelle hier, ich werde sie jetzt auch umdrehen. Das Kreuz. Okay, das ist ja erstmal eine Last. Ja, das Kreuz symbolisiert ja auch immer eine Aufgabe, etwas Schwieriges, auch vielleicht auch eine Last. Aber ich kann euch sagen, es ist vielleicht so, dass man am Anfang einer Beziehung nicht zu schnell aufgeben darf. Ja, wenn es gleich mal ein bisschen schwierig, ja, was heißt schwierig, wenn da so ein bisschen Komplikationen reinkommen oder nicht gleich alles flutscht am Anfang.
Da sollte man jetzt auch nicht gleich die Flinte ins Korn werfen. Also ist es für dich die richtige Richtung, die Aufgabe, die hier diese Karte repräsentiert, anzunehmen. Für die Liebe. Ja, die Liebe ist es ja immer wieder, dass man dafür kämpft. Ja, wenn es beide tun, wohlgemerkt. Aber diese Last hier, diese Schwierigkeiten, das ist für dich schon trotzdem auch die richtige Richtung, einfach mal an etwas festzuhalten, wenn es beide wollen und da gibt es Schwierigkeiten, nicht gleich die Flinte ins Korn zu werfen, auch mal Dinge lösen und gemeinsam Lösungen kreieren am Anfang einer Beziehung. Das sagt mir hier die Karte auf jeden Fall ganz, ganz deutlich. Die richtige Richtung ist für dich nicht der leichte Weg, sondern es kann auch mal ein komplizierterer Weg oder eine kleine Aufgabe oder Hürde sein, was jetzt nicht gleich wieder heißt, dass du hier, hat man es ja gerade schon, die Flinte ins Korn wirfst. Ja? Okay, dann haben wir jetzt an der nächsten Position, und da sind wir jetzt hier auch schon wieder an der vorletzten Karte angekommen. Hier die Karte, was erfordert denn Mut für dich? Und da wollten wir mal schauen, ja genau, da ist ja jetzt das Herz gefallen an der Stelle. Also ich sehe es auch schon, hier hatten wir ja das Thema schon, so ein bisschen die Blockaden, hier das vermeintliche kleine Glück, das du da nur siehst, dass du die Flinte ins Korn wirfst, das sollst du mal sein lassen, du sollst jetzt hier mal auch diese schwierigen, etwas schwierigeren Aufgaben annehmen, ja, und angehen. Und da erfordert es für dich auch Mut, hier in die Liebe zu kommen. Das sehe ich ja auch hier mit diesen beiden Karten, wo wir gerade hatten, was vielleicht für dich so ein bisschen die Schwierigkeiten sind, einfach mal die Liebe zuzulassen. Ja, das erfordert für dich jetzt, so blöd, wie es sich anhört, Mut. Ja, es ist schwierig für dich, dich fallen zu lassen, ohne Vorurteile, oder ohne Gedanken daran, dass du vielleicht wieder verletzt wirst oder betrogen oder beschissen wirst. Das erfordert für dich schon an der Stelle Mut. Und das sollst du ja auch belohnt werden. Ja, denn vergesst die nicht hier an der Stelle. Hier, das bringt dir die Liebe, ja, die neue Chance, das bist du selbst. Die Signale, die richtigen, sendest du auch aus. Also solltest du bei dem, was da auf dich zukommt, auch entsprechend offen sein. Hier liegt ja auch nochmal der Schlüssel. Und in der Liebe hier, wenn das für dich ein bisschen Mut erfordert, dein Herz zu öffnen, dann tu das auch. Ja, es wird sich auf jeden Fall lohnen, wenn da der Richtige kommt. Ja, und jetzt schauen wir nochmal die Ergebniskarte an. Da kann man auch nochmal eine Klärungskarte nehmen. Brauche ich aber nicht, denn das weiß ich nämlich jetzt schon, was hier liegt. Genau, da liegt die Öffentlichkeit. Ja, das soziale Umfeld. Also hier sehe ich etwas, was draußen passiert. Ich sehe hier was, was öffentlich gemacht wird. Ja, also das kann sein, dass euer soziales Umfeld, Freundes- und Bekanntenkreis, ja alles, was sich so im Draußen in Anführungsstrichen abspielt, dann auch davon erfährt, dass sich hier was anbahnt. Ja, also das ist jetzt nichts, die Beziehung, die sich hier eventuell anbahnt, ist jetzt nichts, was im Geheimen vor sich geht. Nein, hier liegt der Park. Das ist was, was sich in der Öffentlichkeit abspielt. Also es ist keine heimliche Liebelei, die hier entsteht. Da liegt der Pike dafür, dass das öffentlich passiert. Ja, also eine Beziehung, eine saubere, da hat keiner hat eine Ehefrau, keiner hat einen Ehemann. Das ist alles öffentlich und das kriegen auch die anderen mit, dass sich hier was entwickeln könnte. Wenn du auf deine Zeichen achtest, jetzt auch in der nächsten Woche ist ja immer ganz wichtig, wenn man sich sowas anschaut, dass man immer wieder mal reinschaut, seine Zeichen wahrnimmt, die man da so bekommt, ja. Und dann kommt hier was Schönes rein nächste Woche und du hast hier auch eine kleine Aufgabe für dich. Ja, gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, habe mich sehr gefreut. Wie gesagt, fürs Kollektiv, wenn du in Resonanz gehen konntest, oder wie das sagt man ja auch neuerdings, wenn ihr resoniert. Ja, dann freue ich mich sehr. Und wenn nicht, und ihr wollt auch mal eine Single-Legung oder allgemeine Legung, wie es in der Liebe weitergeht bei euch, was da in der Liebe noch auf euch zukommt, zum Beispiel, oder auch alle anderen Arten von Themen, schreibt mich gerne an. Meine Handynummer ist ja immer unten in der Infobox. Und dann schreibst du mir einfach eine WhatsApp und dann machen wir ein persönliches Reading. Und ansonsten wünsche ich euch allen jetzt eine schöne Zeit, lieber Widder, lieber Schütze, lieber Löwe. Und wir sehen uns ja bestimmt beim nächsten Video.